Guten Morgen, liebe Schüler der 4C. Ich weiß, dass es viele Ausländer in dieser Klasse gibt. Aber nichtsdestotrotz heiße ich euch willkommen im Fach Deutsch. Deutsch? Wieso haben wir Deutsch und kein Türkisch? Oh Mann, das ist der Albtraum jedes Lehrers. Die Klasse 4C. Sehr viele kennen diese Klasse. Aber falls du zu den wenigen gehörst, die nichts über diese Klasse gehört hat. Intro ab. La, 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 la. Willkommen in der Klasse 4C. Chaos, Schlägereien und Drama, das ist hier normal. Es fliegen Bücher, Fäuste, Stühle, manchmal auch das Lineal. Aua! Lehrer haben Angst, keiner kann uns kontrollieren. Willkommen in der Klasse 4C. Oh weh, oh weh. Stopp! Das reicht jetzt! Halt's Maul! La, 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 la! Das ist die erste offizielle Folge von der 4C. Schreibt mir gerne in die Kommentare, in welche Klasse ihr geht und sagt mir am Ende, ob eure Klasse auch so ist. Viel Spaß mit der Folge. Rollum, wieso haben wir jetzt Deutsch und kein Türkisch? Mehmet, wo leben wir denn? Auf der Erde. Ich meine, in welchem Land? Deutschland. Bingo. Bekomme ich Plus? Nein. Schade. Mehmet, welche Sprache spricht man in Deutschland? Deutsch, man spricht Deutsch. Yes, period. Jacqueline, heißt du Mehmet? Nein. Hui, Jackie. Ja eben, ich habe Mehmet gefragt, du nicht dich. Olum, halt deine Fresse, Mann. Selber. Schau dich selber mal an. Du Furz. Immer du musst du deine Fresse aufmachen. Halt deine Fresse, ja? Pferdefresse. Du bist so Pferd, Pferd, Pferd. Stopp, das reicht jetzt. Der Lehrer will mit dem Unterricht beginnen. Land, du mit weißer Po. Halt deine Fresse. Ja, stimmt, Pferde in dein Halsmaul. Willkommen in der Klasse 4C. Oh, weh, oh, weh. Burak, du kannst mit dem Lesen beginnen. Er ging dann zum Haus und wollte ein... Hey! Bruder, hör auf. Burak, lies weiter. Ja. Yeah. Er ging dann zum Haus und wollte einen Schneeball bauen mit seinen Freunden und hat dann mit seinen Händen... Okay, ja, es reicht jetzt. Nein, Burak, es reicht noch nicht. Du musst noch ein wenig weiterlesen. Ich meinte nicht sie. Wen denn sonst? Niemanden. Weißt du was? Ich habe genug von dir. Jemand anderes soll lesen. Warte mal, Burak, du darfst entscheiden, wer lesen soll. Burak. Ich wähle den Mehmet als nächstes aus. Nein, Bruder! Du weißt, dass ich doch nicht lesen kann! Ja, ich weiß das ganz genau. Er ging in das Schüssel, in das Schloss. Und er hat eine Döner gefunden. Eine Dose gefunden. Mit dabei war sein Freund Kebab. Sein Freund Kevin und nicht Kebab. Hast du gehört, was ist los mit dir? Willkommen in der Klasse 4C. Jacqueline und Larissa, Handy weg. Ich habe nur auf die Uhr geschaut. Nee, du warst auf Tinder und hast andere Jungs angeschrieben. Jacqueline? Ja, und was so schlimm daran? Egal. Das jetzige Thema sind Reime. Wisst ihr überhaupt, was Reime sind? Nope. Nö, ich auch nicht. Ihr dummen Idioten wisst nicht einmal, was ein Reim ist? Doch, ich weiß es. Das ist, wenn die Endsilben verschiedener Wörter gleich klingen. Was? Sehr gut, Ferdinand. Aber kannst du es für den Rest der Klasse etwas einfacher erklären? So mehr für Assi-Leute, damit die Assis und die Ausländer es richtig verstehen. Natürlich. Haus. Maus, das ist ein Reim, ihr Vollpfosten. Ah, ja. Ja, jetzt check ich, ja. Rap, Gangster-Rap meint er.
Gangster-Rap? Was? Ich check jetzt. Jacqueline und Larissa, habt ihr es auch verstanden? Ja, ja, ich hab's verstanden. Ja, sicher. In meinem wir Kopf. Checken ich hab's verstanden. Ja. Na gut, dann sage ich jetzt ein Wort und ihr gebt mir einen passenden Reim dafür. Wir beginnen mit Ferdinand. Ja. Baum. Baum. Traum. Baum, Traum. Ja, ja, super. Mehmet. Ein Reim mit Wohnwagen. Wohnwagen. Totschlagen. Was? Ey, yo, ich seh dich in einem Wohnwagen. Da will ich dich einfach totschlagen. Das reimt sich, aber nächstes Mal bitte ein harmloseres Wort. Hamam, okay. Burak, der Nächste, das kann ja mal was werden. Dein Wort ist Lächeln. Lächeln. Fesseln. Fesseln? Nicht du auch noch. Die Bullen jagen mich, bin am Lächeln. Die Schweine denken, sie können mich fesseln. Stabil! 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 Ich hasse diese Klasse. Larissa und Jacqueline, ihr seid dran. Okay, wir sind dran. Wir sind dran. Ja, stimmt. Euer Wort lautet trocken. Trocken? Shababs Button, grüne Augen, braune Locken. Oh nein. TNs rocken. Halbe Kiste, wenn wir shoppen. Yeah! Hey, yo, wir shoppen, yeah! Und was ist mit euch kaputten Kindern los? Willkommen in der Klasse 4COWOW. In dieser Stunde reden wir über den Artikel. Was ist dieser Artikel? Ich gebe dir ein Beispiel. Das Haus. In dem Fall wäre das der Artikel. Ich sag einfach nur Haus. Und du, Burak? Was ist? Der eine ist dumm und der andere passt gar nicht im Unterricht auf. Was Artikel? Meinst du Zeitungsartikel? Wie dem auch sei. Es gibt drei Artikel. Wer kennt die? Wer kennt die? Der, die, das. Deine Hose ist nass. Seine Mutter! Ruhe! Ich sage euch Hauptwörter und ihr nennt mir die Artikel. Okay. Na gut, wir beginnen. Haus. Haus. Nein, du musst eigentlich das Haus sagen. Ah, nochmal. Von neu. Okay, neues Wort. Fenster. Fenster putzen. Ey, nein, so geht das nicht. Neues Wort. Nein, kein neues Wort. Du verstehst den ganzen Sinn nicht. Mehmet, du sei mal leise. Wir machen das Ganze mal mit dem Ferdinand. Bin bereit. Haus. Das Haus. Fenster. Das Fenster. Tisch. Der Tisch. Ja, super. Hast du es verstanden, Mehmet? Ja, jetzt schon. Na gut, dann machen wir mit dir weiter. Bin bereit. Lampe. Das Lampe. Nein. Weiter. Es wäre die Lampe. Weiter. Messer. Der Messer. Boden. Die Boden. Hund. Der Hund. Mutter. Deine Mutter. Okay, nein. Es macht einfach gar keinen Sinn. Du verstehst die Artikel nicht. Artikel, Martikel, was Artikel? Wie gehen nochmal diese drei Artikel? Der, die, das. Deine Hose ist nass. Das war die erste Folge von der Klasse 4C. Was soll als nächstes kommen? 4C hat Mathe, 4C hat Sport oder Musik. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bei 10.000 Likes auf diese Folge kommt eine weitere Folge. Freunde, ich weiß, dass wir das easy schaffen können. Ich weiß. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in die Kommentare diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Ich warte. Nee, ich warte. Kommentier's. Als klitzekleines Dankeschön blende ich wie immer drei Kommentare von euch ein. Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Und bye.